gerade von Kaiser Karl gesprochen, den die Bevölkerung in diesem Berg projiziert hat. Jetzt gibt es ja hier diesen Ort Wald, das Walser Feld, den Birnbaum vom Walser Feld und diese Sage und Legende da drum. Das steht in Zusammenhang mit Kaiser Karl. Ne? Ja, wenn auch nicht direkt. Aber dieser Birnbaum, der soll ja schon in der 17. Generation auf diesem Walser Feld gestanden haben. Schon zur Römerzeit hat dort ein Birnbaum gestanden und das ist fast 2000 Jahre her. Das Walserfeld ist ein sehr geschichtsträchtiger Ort am Fuß des Untersbergs. Da war im Dezember 1800 eine der größten Schlachten hier im südbayerischen österreichischen Gebiet. Da sind Franzosen, bayerische Truppen und österreichische Truppen gegeneinander geprallt. 120.000 Leute und am ersten Tag noch hat es da über 20.000 Tote gegeben, die sich da mit Bajonetten und Vorderladergewehren da gebracht haben. Der Baum hat seit Kaiser Karl, eben seit 1100, diese Geschichte liegt dem Baum zugrunde, dass dort einst die Endschlacht der Welt oder Europas oder sonst was geschlagen wird und auf diesem Baum wird der Sieger dann sein Schild hinhängen und dann wird das tausendjährige, weiß Gott was, Reich kommen. Und das hat immer mit Kaiser Karl was zu tun gehabt. Man hat dann was Interessantes gefunden, ein kleines Psalterium hat sie das genannt, das ist so eine Art Liederbuch, muss man sich vorstellen, war so groß wie eine Streichholzschachtel, ganz klein, mit 1,2 mm hohen Buchstaben. Und das hat sogar Gebrauchsspuren gehabt. Das liegt heute im Archiv von St. Peter, von dem Kloster in Salzburg, das älteste Kloster hier. Und man sieht sogar, dass das benutzt worden ist. Aber nur bitte, wer hat in dieser Zeit mit sowas überhaupt lesen können? Das ist in der Karolingischen Minuskel, hat die Schrift geheißen, geschrieben und stammt von der Zeit Karls des Großen. Aber es war, wie gesagt, so klein, dass man nicht einmal gesehen hat, dass da Buchstaben sind, also ein normaler Mensch. Und die Menschen damals haben wir sicher auch nicht besser sehen können als heute. Und dann ist irgendein so ein Abt mal auf die Idee gekommen und sagt, Leute, das ist ein Gesangsbuch oder Gebetbuch halt von Kaiser Karls Zwergen. Dann haben die Leute gesagt, naja, das könnte sein, weil das ist ja wirklich für Zwerge. Das ist so klein, wenn man es aufmacht, sieht man ja nur grau, da sieht man ja gar nicht, dass das so geschrieben ist. Und mit den Mikroskopen dann hat man gesehen, das ist eine wunderbar gestochene, schöne Schrift. Ja, würde die ganzen Sagen wieder anheizen, würde man sagen, wo kommt sowas her? Wer hat sowas überhaupt schreiben und wer hat sowas überhaupt lesen können? Ja, das ist ungefähr die gleiche Zeit. Jetzt noch einmal auf den Birnbaum zurückzukommen. Der Birnbaum ist vor 4 Jahren sehr verdorrt gewesen schon. Ich glaube, der 17. oder 18. Birnbaum war das seit den Römern. Und ich habe damals drei Birnen gepflückt. Das sind so kleine Birnen gewesen. Mostbirnen nennt man die. Und habe 2 davon gegessen und eine habe ich in Alkohol, in reinen Alkohol eingelegt, in einer kleinen Flasche. Die existiert heute noch. Und ein Jahr darauf hat dann der Bürgermeister dort den Baum fällen lassen. Da hat man zwar gesagt, das ist ein Frevel, der Baum, wenn er umfällt oder morsch oder wenn er kaputt geht. Ja, aber fällen darf man den nicht. Es haben angeblich vor 250 Jahren 2 Burschen einmal den Baum angesägt, dass er kaputt gegangen ist. Und die sind binnen einem Jahr, laut Sage, gestorben. Und jetzt hat der Bürgermeister vielleicht auch Angst, dass er vielleicht auch ein ist. Ja, man spricht so. Der Bürgermeister hat aber dann einen zweiten Baum
kommen lassen, einen neuen Baum. Der trägt sogar auch schon Früchte. Großen Baum mit einem Kran haben sie die holen lassen von Oberösterreich und ganz in der Nähe dort gesetzt beim Franzosendenkmal. Das ist Luftlinie 400 Meter weg. Aber es ist nicht mehr der Originalplatz, wo der Originalbirnbaum stand. Weil die Sage sagte ja dann irgendwo, wenn der nicht mehr da ist, dann erfüllt sich die Sage irgendwo nicht. Genau. Also hat man im Grunde genommen die Sage jetzt mit den Fällen des Birnbaums eigentlich außer Kraft gesetzt. Wenn es so wäre. Ja.